ist's auch kinderleicht. Das mit dem Steuern klappt doch schon ganz gut, Penny. Können wir nicht noch ein bisschen länger draußen bleiben? Bitte. Tut mir leid, ich muss zurück in die Feuerwache. Oh, ich habe eine Idee. Ich setze dich einfach an Land ab und fahre dann wieder raus. Du bist zwar schon sehr gut, Norman, aber noch lange nicht gut genug, um allein rauszufahren, klar? Du musst immer einen Erwachsenen dabei haben. Ich war richtig gut, Mom. Das hat Penny auch gesagt. Ach, mein kleiner Norman, der geborene Seemann. Oh, na sowas, das stürmt ja richtig. Bei viel Wind kann man prima segeln. Hey, ich könnte ja dich mit ins Boot nehmen. Du bist eine Erwachsene. Und Penny sagt, mit einem Erwachsenen darf ich. Och, bitte, Mom, bitte. Hoppla, oh, Vorsicht, Norman. Ich weiß, was ich tue, Mom. Ja, du spritzt mich nass. Oh, Norman. Keine Panik, Mom. Ich hisse jetzt das Segel. Oh, Vorsicht, wir kippen gleich um. Keine Angst, Mom. So, das Segel ist gehisst. Ich bin richtig gut, was? Oh, wir kippen um. Hilfe, wir kippen um, Norman. Schon gut, Mom. Das gleiche ich mit Rudern wieder aus. Oh! Oh, jetzt sieh nur, was du angestellt hast. Oh, Norman, bring mich wieder an Land. Mir wird ganz schlecht in diesem Boot. So windig ist es doch gar nicht, Mom. Beruhige dich. Oh, aber jetzt fahren wir ja im Kreis herum, Norman. Das liegt daran, dass ich nur ein Ruder habe. Oh, ich glaube, mir wird gleich schlecht. Vielleicht sollten wir doch Sam anrufen. Anrufen? Oh! Aber das geht nicht. Ich habe mein Handy nicht dabei. Na, dann müssen wir wohl winken. Hilfe! Oh! Hilfe! Meine Mom ist übel. Hierher! Oh, Charlie, wie gut, dass du da bist. Ich dachte schon, ich würde nie wieder einen Fuß an Land setzen. Oh. Achtung, wir stoßen gleich zusammen. Oh nein! Das Ruder ist kaputt. Ich kann nicht steuern. Das Steuerrad funktioniert nicht. Was ist denn mit dem Ersatzruder? Oh nein, das liegt noch drüben an Land. Jetzt treiben beide Boote aufs Meer. Oh, was sollen wir denn nur tun? Oh. Da gibt es wohl nur eine Lösung. Ich rufe Feuerwehrmann Sam. Ich sehe sie. Los geht's. Hallo! Oh, endlich! Da sind Penny und Sam. Ich übernehme das kleine Segelboot. Und ich übernehme Charlies Boot. Norman, wirf mir euer Tau rüber. Ich bin des an Charlies Boot. Mach ich, Sam. Und ich schleppe euch zusammen mit Neptun hier weg. Wir sind in ein paar Minuten wieder an Land. Oh, ich kann es nicht erwarten, wieder festen Boden unter den Füßen zu haben. Das Meer ist ganz leer, Dad. Wir haben noch nicht mal einen einzigen Fisch. Wir versuchen es mal woanders. Hey, da hat einer angebissen. Oh, das muss ein Riese sein. Alle zusammen, hoch damit! Dad! Irgendwas hat sich in der Schraube verfangen! Oh nein! Der Motor ist kaputt! Aua! Und mein Fisch ist weg! Ich muss ganz schnell Hilfe rufen! Schon wieder! Ein Unfall auf hoher See? Du schaffst das, Penny! Du kannst das doch! Nur noch diesen Einsatz. Was soll ich nur tun? Ich bring doch alle in Gefahr. Es tut mir wirklich leid, Sir. Ich bin zu krank, um den Einsatz durchzuführen. Sie müssen Sam Bescheid sagen. Verstanden, Penny. Bleib ja da, wo du bist. Hilfe ist schon unterwegs. Elvis, sag Tom, er soll mit dem Hubschrauber zum Hafen kommen. Ich gebe Sam Bescheid, ihn dort zu treffen.
In Ordnung, Sir. Sam! Ja, Sir? Ah! Wer? Du meiner Treu. Melde mich zum Dienst, Sir. Wo wird unsere Hilfe gebraucht? Wieso hat Neptun angehalten? Irgendwas stimmt da nicht. Hier! Was ist denn passiert? Bist du verletzt? Nein! Ich glaube, ich habe hohes Fieber. Wir bringen dich schnell hier weg. Tut mir leid, dass es gedauert hat. Penny ist krank geworden. Oh, ist es was Ernstes? Das wird schon wieder. So, ich befreie euch mal von der Boje, damit ich euch an Land ziehen kann. Au! Zeit für das Picknick! Steine! Norman, wach auf! Was? Kein Wunder, dass der Korb so schwer war. Diese doofen Mädchen haben ihn mit Steinen gefüllt. Jetzt vergiss doch mal das Picknick. Wo sind wir? Wir müssen von der Küste weggetrieben sein, als wir schliefen. Hilfe! Jungs sollen bessere Piraten sein als Mädchen? Pah! Ob Sie die Steine schon gefunden haben, Kapitän Sarah? Klar, aber ich kann die beiden nirgendwo im Hafen entdecken, Mandy. Sie müssen weit aufs Meer hinausgefahren sein. Na, ihr Piraten, habt ihr schon Schiffe entdeckt? Nein, Dad, das ist ja das Problem. James und Norman sind irgendwo da draußen auf dem Meer, in ihrem kleinen Boot. Das Meer mag ruhig aussehen. Aber man kann leicht hinaustreiben, wenn man nicht genug aufpasst. Ich rufe besser Feuerwehrmann Sam. So ist es, brav Tiger. Lebe wohl, Sandwich. James und Norman aufs Meer hinausgetrieben? Zwei Jungs sind aufs Meer hinausgetrieben. Das ist ein Fall für Neptun. Vielleicht sollten wir Tom Thomas und seinen Hubschrauber zu Hilfe holen, Sir. Das werde ich erledigen. Du kommst auch mit, Tiger. Gwendolyn fragt sich sicher schon, wo du steckst. Kapitän. Und ich sage, wir rudern zur Küste. Aber wir wissen doch gar nicht, wo die Küste ist. Nachher rudern wir noch in die falsche Richtung. Oh, au! Oh, hoffentlich ist nichts passiert. Mach dir keine Sorgen. Sam findet sie schon. Kein Wasser. Was sollen wir denn jetzt tun, James? Also jetzt beruhige dich doch mal, Norman. Die suchen bestimmt schon längst nach uns. Aber das Meer ist so riesengroß, James. Wir sind wie eine winzig kleine Nadel in einem Wasserhaufen. Hä? Hier! Hier! Ich habe James und Norman gesichtet, Sam. Fragt sich nur, wie sie so weit raustreiben konnten. Wir kommen sofort. Danke, Tom. Und bis gleich. Es tut mir so leid, Sam. Wir sind eingeschlafen. So ist das nun mal mit dem Meer. Man kann nie wissen, wie es sich verhält. Aber eigentlich hättet ihr gar nicht erst alleine rausfahren dürfen, Jungs. Wir haben doch Piraten gespielt. Jetzt bringen wir euch erstmal an Land. Bist du ja, mein Junge. Und glaubst du,
Glaubst du jetzt vielleicht, dass Mädchen auch gute Piraten sein können, Norman? Ja, das stimmt. Vielleicht. Ja, vielleicht wer? Ja, vielleicht Kapitän Sarah. Ich weiß nicht, warum ihr so skeptisch reinschaut. Ich weiß alles, was es über das Meer zu wissen gibt. Aber sicher, Sir. Oh, dann kennen Sie sich ja wohl auch mit Haien aus. Mit Haien? Und mit den Zitteraalen. Was? Wieso zittern die Aale denn? Ist das Wasser so kalt? Jetzt ist aber Schluss, Kinder. Alle Mann an Bord! Oh, oh, oh. Hey, Charlie, Hilfe! Hoppla! Ein Moment, Sir. Das Meer ist ganz ruhig, genau richtig zum Fischen. Ruhig nennst du das? Okay, als erstes werden wir jetzt mal die Hummerfangkörbe auswerfen. Ah, das hatte ich mir schon gedacht. Yeah. Nein. Sehr gut, ja. Sie haben die Körbe nicht festgebunden. Das stimmt. Wie sollen wir sie denn jetzt wieder rausholen? Ich habe keine Ahnung. Ich sehe mal nach dem Funkgerät. Gleich da drüben. Oder da drüben. Tja, dann werde ich mal versuchen, die Körbe wieder rauszufischen. Das war jetzt aber eine ganz schöne Arbeit. Also gut, Charlie, was steht als nächstes an? Wobei kann ich dir helfen? Sie könnten nachsehen, wie viele Hummer und Krabben in den Körben sind. Ja, wird gemacht. Nicht reinfassen, ohne vorher nachzusehen. Sonst könnte es vielleicht passieren, dass sie von einer Karte... Weg! Warten Sie, ich helfe Ihnen! Meine Treue! Ach, wie schade. Das war ein sehr guter Fang. Charlie, bisher war ich keine große Hilfe, was? Nicht so richtig. Naja, eigentlich kenne ich mich mit dem Meer doch nicht so gut aus, verstehst du? Und ein Experte bin ich erst recht nicht. Wieso haben Sie es dann gesagt, Sir? Naja, weil ihr mich alle dafür gehalten habt. Ich wollte euch einfach nicht enttäuschen. Also, was steht jetzt als nächstes an, Kapitän? Angeln. Aye, aye, Sir. Den ganzen Nachmittag über hat nicht ein einziger Fisch angebissen. Da wird Gwendolyn aber sehr enttäuscht sein. Na gut, wir sollten uns besser langsam auf den Rückweg machen. Ja. Oh je. Das klingt aber nicht gut, Charlie. Der Treibstoff ist alle. Gut, dass ich in der Kabine einen Ersatzkanister habe. Ich hab einen! Tja, dann ziehen Sie ihn mal raus, Hauptfeuerwehrmann-Stil. Falscher Alarm! Feuer! Zurücktreten, Charlie! Jetzt heißt es Ruhe bewahren! Ziel damit direkt auf das Feuer! Gute Arbeit, Charlie. Der Motor ist hinüber. Es sieht aus, als müssten wir Hilfe rufen. Feuer auf Charlies Boot? Der Motor ist kaputt und sie kommen nicht an Land? Da vorne, Penny! Hallo, Charlie. Was ist denn passiert? Ich fürchte, es ist alles meine Schuld, Sam.
Sie mögen zwar nicht der allerbeste Seemann der Welt sein, aber als wir hier an Bord einen ruhigen Kopf brauchten, da waren Sie genau der richtige Mann. Und es sieht so aus, als hätten Sie etwas gefangen. Wieder das Badewasser laufen lassen? Nein, Mom, das war ich nicht. Ganz Ponty Pandy steht unter Wasser. Och, und ich habe die Wäsche nicht abgenommen. Oh, daran ist sicher die globale Verwarmung schuld. Verflixter Funkenflug. Das ist das schlimmste Hochwasser, das Ponty Pandy je erlebt hat, Tom. Es wird ganz schön dauern, bis das wieder weggetrocknet ist. Ja, und das kann erst losgehen, wenn die Flut zurückgeht, was erst in einigen Stunden ist. Hauptfeuerwehrmann Steele an Feuerwehrmann Sam, kannst du mich hören? Sehr laut und deutlich, Sir. Familie Jones sitzt auf dem Dach vom Kabeljau-Café fest. Wir sind schon unterwegs. Over and out, Sir. Das könnte heute ein anstrengender Tag werden. Danke, dass ihr gleich gekommen seid. Wir mussten hier raufklettern. Das Wasser ist so schnell gestiegen. Ja, das hatten wir noch nie. Geht es euch soweit gut? Ja, aber wir können Tiger leider nirgends finden. Wir werden nach ihm Ausschau halten, Gwendolyn. So, jetzt bringen wir euch erstmal hier weg. Das ist aber noch nicht alles, Sam. Mein Fischerboot, das ist verschwunden. Wir bringen euch erst alle auf die Feuerwache. Dann können wir eine Suche starten. Alles okay, Tom? Erledigt, Sir. Wir sind schon unterwegs. Es ist schon komisch, mal so unterwegs zu sein und nicht mit Jupiter oder Venus. Wir würden auch nie durch dieses Hochwasser kommen, Elvis. Aber jetzt müssen wir uns beeilen, damit wir unseren Bus noch kriegen. Penny! Hallo, Penny! Du musst dich auf dem Boot immer gut festhalten, Elvis. Entschuldige, hatte ich ganz vergessen. Und pass gut auf, ob du Wulli und Lämpchen hier irgendwo siehst. Mache ich. Wo wollen die denn jetzt hinfahren? Wulli ist bestimmt nicht in der Stadt zu finden. Die muss irgendwo bei den Wiesen sein. Keine Sorge, Wulli und Lämpchen, klar? Norman ist schon bald da, um euch zu retten. Na komm schon, beweg dich. Na siehst du, geht doch. Oh, was freue ich mich, euch beide zu sehen. Den Fahrschein, bitte. Es kommt selten vor, dass wir einen Busfahrer mitnehmen müssen. Ich helfe Ihnen. Danke. Ich fürchte, meinen Fahrplan werde ich heute kaum noch einhalten. Sie haben nicht zufällig Wulli oder Lämpchen irgendwo gesehen, Trevor? Leider nicht, Elvis. Das Einzige, was ich heute gesehen habe, sind Unmengen von Wasser. Sie werden schon irgendwo in der Nähe sein. Möchtest du eine heiße Schokolade, Norman? Norman! Oh, nein! Er hat sein Frühstück nicht angerührt. Oh, er muss hier rausgeklettert sein. Oh, dieser ungezogene Junge! Hey, Tiger! Was hast du denn hier draußen zu suchen? Komm, im Boot ist es besser. So, und wo steckt Wulli? Hab keine Angst, Wulli. Norman ist gleich da und holt euch. Ich sehe hier keine Schafe. Norman? Aber ich höre Dillis rufen. Norman! Hilfe, mein kleiner Goldschatz ist verschwunden. Könnte es sein, dass er los ist, um Wulli zu suchen? Ja, er hängt so an diesem kleinen Schaf. Haben Sie keine Angst, Dillis.
Ich bin ganz sicher, dass Penny und Elvis ihn finden. Ich halte hier die Stellung und werde ihnen Gesellschaft leisten. Oh, danke. Sie sind so ein Kavalier, Trevor. Aber Norman braucht mich. Ich muss unbedingt mitkommen. Hier. In Ordnung, Dillis, aber Sie müssen eine Schwimmweste tragen. Penny ruft Sam. Wir brauchen dringend deine Hilfe. Norman Price ist allein im Hochwasser unterwegs. Wahrscheinlich in Richtung Weide. Fein, ich halte hier die Stellung. Bitte halte Ausschau nach Tiger, Sam! Das mache ich, Gwendolyn. Das mache ich. So, das wär's. Alle an Bord. Rück mal ein Stück, Tiger. Gleich sind wir alle wieder in Sicherheit. Nur noch die Ruder. Hey, ihr dürft nicht so wackeln, ja? Gleich habe ich es. Nicht! Hilfe! Hallo! Wally! Komm zurück! Junge über Bord! Soll ich diese Gegend nochmal überfliegen, Sam? Nicht nötig. Siehst du, da unten ist er. Sam ruft Penny. Norman ist mit einem Ruderboot bei den Wiesen. Er ist ins Wasser gefallen. Beeilt euch bitte. Alles klar, Sam. Hilfe! Hier bin ich! Hier! Mom! Mom! Oh, mein armer, kleiner, nasser Liebling. Alles wird gut, Norman. Wo ist Wally? Oh, ein Glück. Du hättest wirklich besser zu Hause bleiben sollen, mein Lieber. Ein Hochwasser bringt unabsehbare Gefahren mit sich. Weiß ich jetzt auch, Hauptfeuerwehrmann Steel. Ja, allerdings war es auch sehr mutig von dir, Tiger, Wally und Lämmchen allein zu retten. Ja, du hast recht. Findest du nicht auch, Tiger? Hm? Auch wenn du dafür etwas Unterstützung nötig hattest. Und hat jemand von euch auch mein Boot gefunden? Leider nicht. Jetzt, wo die Flut zurückgeht, starten wir eine gründliche Suche. Ja, und alle können dann auch endlich zurück zu ihren Häusern gehen. Oder Wies. So schwer kann das nicht sein, das zu finden. So ein Fischerboot ist immerhin ganz schön groß. Ja, Feuerwehrmann Sam, dafür ist er bekannt. Ja, Feuerwehrmann Sam.